Der kleine Hafen von Humzuk, der Hauptstadt von Djerba, ist ohne größere Bedeutung. Nachts fahren die Fischer hinaus, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Tagsüber sind sie oft als Kapitäne der Touristenkarawellen anzutreffen. Also fahren wir mit dem sehr preiswerten Taxi in die Stadt. Auf Djerba wird sehr oft Deutsch gesprochen. Auch Mehmet, der Gewürzhändler, hat einige Jahre in Deutschland verbracht. Wir wussten vorher nicht, dass es so viele Gewürze gibt. Das Kurkuma, Pfeffer, das Harissa, scharf. Das ist Chili, Knoblauch, Koriander, dann mit Öl und scharfer Paste. Für Salat. Hier lernen wir Ahmed kennen, der ebenfalls Deutsch kann. Er geht mit uns in die Fischhallen. Jeden Vormittag treffen sich hier die Einkäufer der Restaurants und Hotels bei der Fischauktion. Ein äußerst geruchsintensives Spektakel. Aber Ahmed hat noch mehr zu bieten. Er möchte gern einige seiner ganz seltenen Steine verkaufen. Sein Sohn hat ein gutes Auskommen als Garnelenfischer und unterstützt damit auch seine Eltern. Das ist eine uralte Tradition, haben sie das von den Römern eigentlich also geerbt. Das sind die Krüge für Tintenfisch. Das wird erst erlaubt, eigentlich Ende Oktober, wird das in Meer geschmissen. Also und Ahmed, der früher auch Fischer war, erklärt uns, wie man Tintenfische fängt und was dabei zu beachten ist. Jeder hat seine Nummer, weißt du, ne? Damit man weiß ganz genau, wenn sie in Meer und jeder, aha, das sind meine Krüge, aha, das ist nicht meine, weißt du, ne? So ist das. Und dann kommt der Tintenfisch, weil es ist so rund und schön, weiß den Ton im Wasser. Ja. Am Januar, Februar ist ganz kühl das Wasser, der Ton innen ist ganz warm. Und dann geht die Tintenfisch rein, du meinst, es ist eine Höhle. Sie weiß nicht, sie hat keine Gedanken, oder, ne, dass sie denkt, aha, das ist, die hat mich der Mensch für mich gemacht, weißt du. Sie geht rein und sie wird das von hier mit einer Schnur und sie wird das hochgehalten. Weißt du, wenn der hoch geht und schwer, weil jeder hat über 2.000, 3.000 Stück, geht der Wasser von hier raus, damit das Fleisch kommt, weißt du, ne? Und dann bleibt, aha, guck mal, wenn ist ein Tintenfisch drin, mit Hand raus, mit Hand, das ist schwer, weil das Motor läuft. Die kochen ganz heißes Wasser, ganz heiß, 100 Grad. Dann machen wir ein paar Tropfen, dann bewegt sich, schrockt sich und dann machen wir so, dann geht der Tintenfisch raus. Also diese Ton wird das auf Insel Djerba gemacht, in Galala. Das wird alles handgemacht. Und dann wird das also, damit man diese Ton, weiße Ton bekommen wir, sollen wir eigentlich mit Süßwasser machen. Und wenn wir rote Ton, müssen wir das mit Salzwasser machen. Dann wird das rot. Und wenn wir so als Terrakotta zwischen Rot und Weiß müssen wir den Wasser mischen. Es ist nicht den Ton mischen, den Wasser, mischen. Zwischen Süßwasser und Salzwasser. La 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 la